Unbedingt, und ich hoffe, Niedersachsen wird immer mehr ein Land der Erfinder werden. Syntelix ist ein gutes Beispiel. Medizintechnik ist ein Thema, zu dem können wir aus Niedersachsen heraus viel beitragen. Syntelix ist nicht umsonst in der Nähe der wirklich renommierten medizinischen Hochschule Hannover entstanden. Und so entsteht da, wenn Sie so wollen, eine Wertschöpfungskette. Und ich hoffe, dass wir an diesem Beispiel lernen können und noch viele ähnliche Erfolgsstorys aus Niedersachsen in die ganze Bundesrepublik schicken können. Ganz am Ende ist Industrie, ist industrielle Produktion in vielen Bereichen die Basis unseres Wohlstands, übrigens auch unseres Sozialstaats. Und deswegen muss die Politik das allergrößte Interesse daran haben, dass die Industrieunternehmen vorankommen. Und das geht nicht ohne Innovation. Und ich werde mir sehr große Mühe geben, gemeinsam mit der gesamten Landesregierung diese Innovationsbereitschaft noch weiter zu bestärken. Lassen Sie mich ein Beispiel erwähnen. Wir haben in Niedersachsen das sogenannte VW vorab. Das heißt, es gibt Sonderforschungsmittel in Niedersachsen und wir werden sehr genau schauen, ob diese Mittel auch dafür eingesetzt werden, dass sie anschließend zu weiterer Wertschöpfung führen. Nun, in Niedersachsen haben wir eine besondere Nähe zum Automobilbau, wie Sie sich vorstellen können. VW ist nun wiederum eine Erfolgsstory für sich. Elektromobilität ist ein Thema der Zukunft, aber wenn man die Zukunft gewinnen will, dann muss man heute anfangen. So darf man verstehen die Bewerbung Niedersachsens im Rahmen der sogenannten Schaufensterinitiative der Bundesregierung. Und innerhalb der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg gibt es eine Vielzahl von Projekten, mit denen vor allen Dingen die Alltagstauglichkeit von Elektromobilität erprobt und auch demonstriert werden soll. Das sind die ersten Schritte auf einem längeren Weg, aber die müssen eben, wie wir von Konfuzius gelernt haben, tatsächlich auch gegangen werden. Das tun wir sehr intensiv. Das ist eine unbedingte Voraussetzung für den Durchbruch der Elektromobilität. Wir brauchen eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Denken Sie nur an die Forschung im Bereich der Batterien. Das ist gewissermaßen das Nadelöhr der Elektromobilität. Und von Seiten der Politik können wir über Forschungspolitik tatsächlich da auch neue Anreize bieten. Wir können Anstöße geben und wir können dafür sorgen, dass die Beteiligten sich untereinander kennen, miteinander arbeiten. Das habe ich mir zum Ziel genommen.